meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche ein paar einleitende Sätze zu sagen, solange meine Stimme hält, die immer nur mit einem Klang, den ich erkenne, den angeschnappt. Mein Name ist Alfred Oberhaus, ich leite das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Rheinland-Pfalz. Ich freue mich, dass Sie das für unsere Einladung zu Janis 200. Geburtstagsfeier, 200 Jahre Geburtstagsfeier, gefolgt sind. Wir haben uns lange überlegt, wie können wir Jenny Marx angemessen gedenken, kritisch erinnern und haben uns dann zu dem Programm entschlossen, das wir heute Abend sehr wahrscheinlich realisieren werden. Soll heißen, wir werden gleich beginnen mit einem Vortrag von Rolf Hecker zu Jenny Marx, Freundschaftsverhältnis zu den alten 48ern. Werden dann nach einer kurzen Getränkepause gegen 19 Uhr fortsetzen gegen 19:30 mit einer szenischen Lesung Jenny und Ida Ingo Marx bei Frauen im Schatten eines Genies. Hierbei handelt es sich um ein fiktives Gespräch, dem ich gar nicht so weit vorweggreifen will. Im Anschluss an die szenische Lesung wird es gegen 21.30 Uhr, ich hoffe, Sie halten so lange durch, Gelegenheit auch zu einer kulinarischen Erfrischung geben. Wir möchten Sie dann gerne zu einem kleinen Imbiss einladen. Und ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, ich möchte nichts davon mit nach Hause nehmen müssen. Also schlagen Sie mal kräftig zu. So ein Abend würde nicht gelingen ohne Menschen, ohne Kooperationspartnerschaften. Ich möchte mich bei zwei Institutionen ganz besonders bedanken. Zum einen hier bei der Volkshochschule in Trier, die unsere Kooperationsanfrage sofort dankend angenommen hat. Und zum anderen möchte ich mich bei Frau Neul bedanken von der Friedrich-Ebert-Stiftung von Karl-Marx-Haus, dass sie uns vor allen Dingen in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt hat. Weil seien wir ehrlich, hätten wir hier alleine hin mobilisiert, ich wüsste nicht, wie viele von Ihnen das hier waren. Insofern danke ich für Ihr Kommen. Hoffe, Sie werden sich so unterhalten, wie ich mich mit großer Wahrscheinlichkeit unterhalten werde. Und möchte Sie nur abschließend bitten, wir brauchen das zu Abrechnungszwecken, sich mit freiwilligen Angaben in unsere Teilnehmerliste einzutragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass wir den 200. Geburtstag von Jenny Marx in den Räumen der Volkshochschule feiern können. Ich freue mich auch deshalb, weil ich zum zweiten Mal hier bin. Wir im letzten Jahr eine kleine Ausstellung hier im Vorraum hatten über Karl Marx in der Karikatur, die, glaube ich, sehr gut angenommen worden ist und auch von den Benutzern der Bibliothek sehr interessiert angeschaut werden konnte. Und heute also der 200. Geburtstag von Jenny Marx. Und ich habe mir vorgenommen, Ihnen etwas über diese Frau zu berichten, unter dem Thema Jenny Marx und ihre Freundschaft zu den 48ern. Gemeint sind also jene, die vor allem in der Revolution von 1848-49 aktiv waren und die eine lange Freundschaft mit Marx und eben auch mit Jenny ausgeübt haben. Mein Name ist Rolf Hecker. Ich komme aus Berlin, bin Marx Engels Forscher und Editor, arbeite an der Marx Engels Gesamtausgabe und mit und bin auch beteiligt, oder weitgehend ist das meine Arbeit auch, die Bände der Marx Engels Werkausgabe so weit am Leben zu halten, dass diese Studienausgabe auch ständig vom Karditz Verlag Berlin geliefert werden kann. In Vorbereitung nun des 20. Geburtstages habe ich gemeinsam mit Frau Limbroth zwei Publikationen vorbereitet. Frau Limbroth hat eine Biografie über Jenny Marx geschrieben und ich habe mich mit ihr zusammen sehr intensiv mit den Briefen von Jenny Marx beschäftigt. Das war eine sehr interessante Tätigkeit, weil Sie können sich, also ich muss sagen, dass es bisher natürlich keine Edition der Briefe gegeben hat. Es gab Briefe veröffentlicht sowohl in der MEW als natürlich auch in der Marx-Engels-Gesamtausgabe, aber auch an vielen anderen Stellen.
in vielen anderen Publikationen sind seit den 1950er Jahren einzelne Briefe von Jenny veröffentlicht worden. Aber niemals ist das gesamte Konvolut der von ihr hinterlassenen und an sie gerichteten Briefe geschlossen veröffentlicht worden. Nun muss man natürlich ehrlicherweise sagen, es sind in diesem Band 329, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass das niemals die gesamte Anzahl von Briefen sein kann, die Jenny jemals geschrieben hat. Wenn ich nur die Zahl sage, dass davon lediglich 25 Briefe von Jenny an ihren Mann Karl und nur 12 von Karl an Jenny sind, muss man sagen, das wird es ja nicht gewesen sein. Es wird ja offenbar mehr Briefe geben. Es werden ja sicherlich mehr Briefe gewechselt worden sein. Also wir können davon ausgehen, dass nach dem Tod von Karl Marx die Schwestern Laura und Eliano gemeinsam mit Friedrich Engels und der Haushälterin Helena Demuth den Nachlass gesichtet haben und dabei natürlich auch alle Briefe angeschaut haben und eine ganze Anzahl von Briefen dem Kaminfeuer übergeben haben. Jene Briefe, die besonders intime Familienangelegenheiten betrafen, Briefe vielleicht, wo sie meinten, dass sie künftigen Generationen nicht unbedingt zur Öffentlichkeit gebracht werden sollten. Ich meine, das kennt jeder von Ihnen auch. Briefe sind immer natürlich privater Natur und man mag es vielleicht doch nicht, dieser oder jener Brief. Die Öffentlichkeit erreicht manchmal vielleicht nicht mal die Kinder oder die Enkel. Also wissen wir natürlich, dass wir einen Briefwechsel herausgegeben haben, der niemals vollständig war. Und andererseits kann ich auch sagen, es kann durchaus möglich sein, dass hier und da es noch Briefe in privaten Nachlässen gibt. Das ist niemals ausgeschlossen. Das wäre also erfreulich, wenn eine solche Publikation auch Anschluss dazu gibt, über dass dieser oder jener, der noch solche Briefe hat, weiß im konkreten Fall von einem solchen, dann vielleicht also auch dann ins Licht der Öffentlichkeit abheben werden. Ja, hier einleiten möchte ich auch etwas sagen zu den Porträts, die uns überliefert sind von Jenny. Wir haben überliefert lediglich 4 Porträts. Die habe ich hier einmal zusammengestellt, diese 4 Fotografien. Sie werden gelegentlich andere Fotos, möglicherweise in der Presse oder in Film oder Ankündigung gesehen haben. Sehr häufig werden einige Fotos, die von Gertrud Kugelmann, der Frau von Louis Kugelmann, einem Arzt in Hannover, der mit Marx befreundet war, auch Mitglied der Ersten Internationale war und sehr viel für die Veröffentlichung des ersten Bandes des Kapitals gemacht hat. Seine Frau hat Porträts von sich und ihrer Tochter auch nach London gesandt und gelegentlich werden diese Fotos auch als Jenny Marx ausgegeben. Wir haben das hier in diesem Buch auch, in der Biografie, ist dieses eine Porträt, was Sie sehr oft sehen, abgebildet. Das ist also nicht Jenny Marx, sondern Gertrud Kugelmann. Von Jenny selbst haben wir eine Reihe von Lebenszeugnissen überliefert. Einmal, was ja immer mehr oder weniger natürlich mit Augenzwinkern verfasst worden ist, ist das dieser Fragebogen. Die Tochter Jenny, also die älteste Tochter, hat in einem Album diese Fragebogen gesammelt, die sie an ihre Eltern, Familienangehörigen, Freunde und Bekannte gegeben hat, mit der Bitte, diese Fragen
auszufüllen. Also Sie kennen das, also Ihre Eigenschaften, Lieblingsdichter, was lieben Sie am meisten, was nicht, Helden und so weiter, bis hin zum Motto und Lebensmaxime. Und diese Fragen hat so Jenny auch sehr gern ausgefüllt. Und dieses Blatt, das sieht man hier, das ist aus diesem Album, diese Fotografie hat also die älteste Tochter in dieses Album hineingelegt. Aus diesem Fragebogen ersehen wir schon sozusagen bestimmte Eigenschaften, die Jenny hatte, und wir ersehen auch aus ihm mit, was ihre Maxime war und mit welchen Hobbys sie sich besonders gern beschäftigt hat. Wenn wir die Briefe im Einzelnen betrachten, dann möchte ich sie mal kopieren in verschiedene Rubriken. Einmal habe ich schon gesagt, Briefe mit ihrem Karl sind nur in geringer Anzahl überliefert, sehr zu unserem Bedauern natürlich, aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Familienbriefe, und dazu zählen natürlich die Briefe mit ihren Töchtern, die sie während der Abwesenheit, vor allen Dingen also in den 1860er und 70er Jahren wechselten. Und wir haben in diesem Briefband eine ganze Reihe von Briefen erstmals veröffentlichen können. Dem werde ich aber jetzt nicht weiter vorgreifen, weil wir ja im zweiten Teil unserer heutigen Abendveranstaltung ein solches fiktives Gespräch zwischen Jenny und Tochter Eleanor hören werden. Und zu diesen Familienbriefen gehören auch die Briefe, die Jenny mit ihren Geschwistern und Halbgeschwistern gewechselt hat. Also zu diesen Geschwistern gehörte einmal ihr Bruder Edgar. Der Bruder Edgar ging gemeinsam mit Karl ins Gymnasium, und daher rührt also auch die Freundschaft der beiden her, und aus dem engen Zusammenhalt, Leben der Familien Marx und von Westfalen entstand eben auch die Freundschaft zwischen Jenny Marx und Karl Marx. Also einmal der Edgar, die Jenny hat sich sehr um ihren Bruder bemüht. Dieser war ein Abenteurer, ging zweimal in die USA, kam aus den USA sehr krank und verarmt zurück nach London und hielt sich über ein halbes Jahr bei Familie Marx auf, bis es auch über die Kräfte von Jenny ging und sie sich an ihren Halbbruder wandte. Und zwar der Halbbruder Ferdinand lebte in Berlin und war zu jener Zeit, als der Edgar kam, war der bereits pensioniert, aber vorher war der Halbbruder Ferdinand in Berlin preußischer Innenminister von 1850 bis 1858 und war also verantwortlich für eine Zeit in der deutschen Geschichte, die man als Reaktionsperiode bezeichnet, in der Andersdenkende verfolgt wurden. Insbesondere betrifft das jene, die an der Revolution von 1848-49 teilgenommen haben, die also aufgrund der Repressalien das Land verlassen mussten. Einige von ihnen konnten verhaftet werden, und 1852 fand in Köln der berühmte Kölner Kommunistenprozess statt, dessen Folge Verurteilungen erfolgten. Mehrere Verurteilte sind an den Folgen der Haftstrafen auch verstorben. Der Bruder Ferdinand also in Berlin, war in Berlin, und Jenny hat auch mit ihm regelmäßig im Briefkontakt gestanden. Möglicherweise haben wir in diesem Fall fast alle Briefe, die überliefert sind, weil nämlich diese Briefe aus dem Nachlass von Ferdinand von Westfalen verblieben sind, die staatsgemäß sozusagen aufbewahrt worden sind und sich heute im Landeshauptarchiv
in Sachsen-Anhalt befinden. Und daraus geht hervor, dass es doch ein sehr differenzierter Briefwechsel war. Also Jenny hat dem Ferdinand über die Familie berichtet, in einem Briefstil, der sehr distanziert war, und umgekehrt hat der Ferdinand in einer Art und Weise geschrieben, die ich bezeichnen würde als sehr tief religiös und noch mehr distanziert, weil dieser Ferdinand niemals diese Ehe von Jenny mit Karl Marx akzeptiert hat. Ganz im Gegenteil, er war es, der also auch im Zuge dieser Vorbereitung des Kommunistenprozesses auch einen Spitzel nach London gesandt hatte, der bis in das Wohnzimmer von Marx vorgedrungen war und einen Bericht darüber, der überliefert ist, an die preußischen Polizeibehörden sandte. Da kann man davon ausgehen, dass dieser auch von Ferdinand zur Kenntnis genommen wurde. Also das ist dieser Kreis von Briefen, Familienbriefe. Eine zweite Gruppe, sind diese Briefe, die Jenny mit Friedrich Engels gewidmet hat. Und nun war ja Friedrich Engels der engste Vertraute der Familie Marx. Die Freundschaft mit Friedrich Engels, die enge Freundschaft mit Friedrich Engels, die begann 1844. Und da möchte ich eine kleine Episode erzählen. 1844 lebte die Familie Marx in Paris und im August reiste der Friedrich Engels von Manchester kommend über Paris nach Barmen und machte Station in Paris und traf sich mit Marx. Während dieser Zeit war die Jenny nicht in Paris. Sie reiste mit der am 1. Mai 1844 geborenen Jenny, Tochter, zu ihrer Mutter nach Trier, um ihr das Enkelkind vorzustellen. Und aus dieser Zeit ist ein Brief von Jenny an Karl überliefert, den ich Ihnen gern vortragen möchte. Dieser Brief wurde nach einem historischen Ereignis geschrieben. Also das historische Ereignis war jetzt nicht unbedingt, dass also Friedrich Engels in Paris war, sondern das historische Ereignis war, dass am 26. Juli 1844 Heinrich Ludwig Cech in Berlin auf Friedrich Wilhelm IV. Zwei Schüsse abgegeben hatte, die aber ihr Ziel verfehlten. Also ein Mordanschlag an den preußischen König. Und nun schreibt Jenny und schildert, wie dieses Ereignis in Trier begangen worden ist. Mein Teurer, ich erhielt deinen Brief gerade in dem Moment, als alle Glocken läuteten, Geschütze feuerten und die fromme Schar in die Tempel wallte, dem himmlischen Herrn ein Halleluja zu bringen, dass er den irdischen Herrn so wundersam gerettet. Du kannst dir denken, mit welch eigener Empfindung ich während der Feier die heidnischen Lieder las und auch mein Hosene mit anstimmte. Hat denn auch dein Preußenherz vor Entsetzen gebebt bei der Kunde jenes Frevels, jenes unerhörten, undenkbaren Frevels? Oh, über die verlorene Jungfrauschaft, die verlorene Ehre, das sind so die preußischen Stichworte. Als ich das kleine grüne Heupferd, den Kavalleriehauptmann X, von verlorener Jungfrauschaft deklamieren hörte, glaubte ich nicht anders, als er meine die heilige unbefleckte Jungfrauschaft der Mutter Maria, denn das ist die einmal die einzige offiziell konstatierte. Aber von der Jungfrauschaft des preußischen Staats, nein, davon hatte ich das Bewusstsein längst verloren. Ein Trost bleibt noch bei Entsetzlichen, dem reinen Preußenvolke, nämlich, dass kein politischer Fanatismus der Beweggrund der Tat war, sondern rein persönlicher Ablust. Sie trösten sich damit, wohl ihnen, gerade hierin liegt vom Neuen der Beweis, dass in Deutschland eine politische Revolution unmöglich ist, zu einer sozialen aber alle Keime vorhanden sind. Hat es dort niemals einen politischen Schwärmer gegeben, der das Äußerste gewagt, so ist dagegen der Erste, der einen Mord
Fluchtversuch gewagt, aus Not, aus materieller Not dazu getrieben worden. Der Mann hat unter beständiger Gefahr des Hungertods 3 Tage in Berlin vergebens gebettelt, also ein Sozialmordversuch. Geht es einmal los, so bricht es aus von dieser Seite. Das ist der empfindliche Fleck, an dem ist auch ein deutsches Herz verwundbar. Soweit also der Kommentar von Jenny zu diesem Ereignis. Also wie gesagt, in diesem August 1844 begann die enge Freundschaft von Marx mit Engels und dann also auch von Jenny mit Engels. Und Engels war es, der diese Familie über die Jahrzehnte hinweg materiell unterstützt hat. Er hat dafür gesorgt, dass die schwierigen Phasen der Emigration, vor allen Dingen in London, eben gerade die Familie in den 1850er Jahren überleben konnte. Eine dritte Gruppe von Briefen sind Briefe mit Frauen, das ist vor allem zu nennen mit Ernestine und Nathalie Liebknecht, das waren in Nachfolge die Ehefrauen von Wilhelm Liebknecht, mit Caroline Schöler und Bertha Markheim. Darauf kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber das sind sehr schöne Briefe, die zeigen, wie Jenny mit ihnen über die Familie, über die Rolle der Frau diskutierte und sich mit ihnen austauschte. Eine vierte Gruppe von Briefen betrifft die Freunde und Weggefährten. Und da werde ich jetzt noch einige dann auch detailliert nennen. Die fünfte Gruppe sind die Londoner Bekannte. Man wird sich ja fragen, also die Familie Marx lebt ja bekanntermaßen seit 1850 in London. Und es stellt sich die Frage, inwiefern war also die Familie unmittelbar in ihrem Umfeld mit englischen Familien befreundet. Da muss man sagen, zunächst einmal hatte die Familie einfach große Schwierigkeiten überhaupt, wie ich schon sagte, das Überleben der Kinder und ihres eigenes zu gewährleisten. Zweitens gab es in London natürlich Emigrantenkreise. Und wie das immer so in Emigrantenkreisen üblich ist, waren das verkrachte Emigrantenkreise. Es gab also zwar mindestens 2 verschiedene Gruppen, die Arbeiterbildungsvereine betrieben, und der eine sozusagen waren die Marx-Anhänger, die anderen, das waren die Anhänger einer anderen Gruppierung. Und da ging es also immer umher, da gab es also sehr wenig Kontakt zu Engländern. Das richtete sich erst später ein, als die Töchter größer waren und Freundinnen und Freunde gewannen. Dann war es auch so, vor allem am Ende der 1860er Jahre und in den 1870er Jahren, dass auch Jenny mit den Müttern der Freundinnen und Freunde Bekanntschaften schloss und auch mit ihnen korrespondierte. Es gab offenbar, jedenfalls geht das aus einigen Briefen hervor, zu einigen Silvesterabenden große Partys im Hause Marx, als das schon besser geht, sie größere Wohnung hat, also ein größeres Haus gemietet hatten und also auch mit den englischen Nachbarn. So, wenn man das charakterisieren soll, die Briefe, was geht aus ihnen hervor? So sind es mehrere wichtige Charakteristika, die für Jenny zutreffen. Das ist einmal, habe ich aufgeschrieben, sie war die Geschäftsführerin ihres Mannes. Nun muss man sich das so vorstellen, dass das in mehrerer Hinsicht so war. Also einmal war sie diejenige, die dafür gesorgt hat, dass der Marx fleißig an seinen Manuskripten arbeitet, aber das nicht alleine, sondern das nützt ja nichts. Wenn in die Haushaltskasse Geld reinkommen sollte, dann muss dafür auch irgendwie eine Veröffentlichung her. Marx war es gelungen, ab 1852 als Korrespondent der New York Daily Tribune, einer der damals größten Tageszeitungen der Welt, tätig zu sein. Und er sollte laut Vertrag also wöchentlich 2 Artikel nach New York schicken. Das Management dieser Artikel übernahm die Jenny. Das heißt, sie sorgte dafür, dass die Artikel rechtzeitig fertig wurden. Am Anfang, dass sie abgeschrieben wurden in eine leserliche Handschrift. Und dass sie rechtzeitig den Dampfer
erreichten. Also das war eine sehr wichtige Tätigkeit, denn der Karl war beileibe nicht so, dass er Termine gerne eingehalten hat. Und wenn es mal nicht so war, das kam des Öfteren vor, dann hat Jenny an Friedrich Engels geschrieben: Lieber Herr Engels, können Sie nicht bis Freitag einen Artikel schicken für die Tribune? Thema ist Ihnen überlassen. Und dann hat der Friedrich Engels das auch gemacht und hat also einen Artikel gesandt, der dann weitergeschickt wurde. Die Artikel erschienen zumeist also anonym, das waren auch Leitartikel, aber es sind insgesamt eben eine doch erquickliche Anzahl von über 300 Artikel, die in dieser Tribune erschienen. Und der Chefredakteur dieser Zeitung, der hat das natürlich mitgekriegt, dass das so ist, und hat in einem Brief an Jenny geschrieben: Es sei Ihnen Dank, Sie sind die wahre Geschäftsführerin des Unternehmens Marx, dass das so einigermaßen funktioniert. Jenny war es auch, die dann dafür gesorgt hat, dass die Manuskripte von anderen Publikationen, wie zum Beispiel des berühmten Buches Herrn Vogt, 1860, hat sie selbst abgeschrieben. Zunehmend hat sie natürlich die Töchter mit dazu herangezogen, dass Marx' Handschrift für einen Drucker auch lesbar geworden ist. In vielerlei Hinsicht hat sich Jenny auch politisch betätigt, politisch aber jetzt nicht in der Hinsicht, dass sie jetzt in irgendeiner organisierten Form besonders hervorgetreten sei. Aber man kann sich vorstellen, dass zu verschiedenen Zeiten, wie eben zum Beispiel während der Zeit des Wirkens der Ersten Internationale, die 1864 gegründet wurde, Jenny sehr viel dafür getan hat, dass das Netzwerk, was damit verknüpft war, funktionierte. Sie hat also im Auftrag ihres Mannes sehr viele Briefe geschrieben, aber sie hat auch sehr viel sozusagen im Hintergrund gewirkt, um Freunde, wie soll man sagen, bei der Stange zu halten. Also um sie mitzunehmen, sie über die Familie, über Schwierigkeiten zu informieren und zu bitten, für dieses Netzwerk mitzuwirken. Und Jenny hat auch sehr viele, war eine aktive Zeitungsleserin und wusste genau über die politischen Ereignisse Bescheid und hat auch in ihren Briefen sich sehr viel darüber geäußert. Soweit also zu diesen Briefen im Allgemeinen. Es gab also einen doch recht großen Freundeskreis, der über Jahrzehnte mit der Familie Marx verbunden war. Ich habe hier einige Namen einfach mal alphabetisch aufgeführt, die mit der Familie Marx korrespondierten bzw. die sich auch trafen. Zum großen Teil waren diese, in diesem Falle Herren, in dieser oder jenen Form in der Revolution von 1848-49 beteiligt. Sei es als Mitarbeiter in der Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung, wie zum Beispiel Wilhelm Wolf oder Ferdinand Freilichgrad, der das berühmte Abschiedsgedicht der Roten Abschiedsnummer verfasst hat, oder waren Mitglieder des Bundes der Kommunisten, oder sie waren in dieser oder jenen Form an den revolutionären Ereignissen beteiligt, vor allem in der Badischen Revolutionsarmee, in der unter anderem ja auch Friedrich Engels war und dort auch mit Josef Weidemeyer zusammengeführt hat. Mit diesem Freundeskreis, wer sich manchmal, wie das mit Freunden ja häufig so ist, man ist ein Zeitraum etwas enger zusammen, ein Zeitraum gibt es mal, wo sich die Freundschaft etwas lockert, so war das auch hier. Aber Karl und Jenny haben die meisten der hier genannten als wirklich langjährige Freunde gehabt und haben sie als die alten Mitkämpfer bezeichnet.
Einer der wichtigsten Personen in diesem Kreis ist Ferdinand Lassalle, der zumindest also bis zu seinem Tod infolge des Duells 1864, also im engen Verkehr mit der Familie Marx gestanden hat. Und wir haben eine ganze Reihe von Briefen, die er auch unmittelbar mit Jenny gewechselt hat. Also möglicherweise kennen Sie Briefe von Marx an Engels oder andere Personen, in denen sich Marx also in gewisser Weise abfällig über Ferdinand Lassalle äußerte. Aber mit ihm zusammen hat er sehr viel diskutiert, in brieflichem Kontakt gestanden, und auch Jenny war sehr daran interessiert, dass diese Freundschaft zu Lassalle nicht abriss. Als sich 1861 die Möglichkeit auftat, wieder aktiver politische Netzwerke in Preußen zu knüpfen, als nämlich der, nach einem Thronwechsel der neue preußische König eine Amnestie verkündete, was es den emigrierten Kämpfern der Revolution erlaubte, wieder nach Preußen zurückzukehren, entfaltete Ferdinand Lassalle die Idee der Herausgabe einer neuen Zeitung oder Zeitschrift. Und er bat den Marx, doch nach Berlin zu kommen und gemeinsam darüber zu diskutieren, ob das möglich sei. Geld spielt keine Rolle, er habe genug Geld aus dem Fonds der Gräfin Hatzfeld und man könne das doch in Angriff nehmen. Der Marx nimmt das Angebot an und fährt also nach Berlin im Frühjahr 1861. In Berlin angekommen, stellt er formal bei den preußischen Behörden den Antrag auf eine Wiedererlangung der preußischen Staatsbürgerschaft. Der Antrag wird umwendend abgelehnt. Und zwar aus dem Grunde, dass Marx nicht unter das Amnestiegesetz falle, weil er die preußische Staatsbürgerschaft bereits vorher, nämlich 1844, zurückgegeben hat. Damit war das Thema erledigt. Aber aus dieser Zeit, genau als Marx in Berlin weilte, gibt es einen Brief, den Jenny an Ferdinand Lassalle geschrieben hat. Und einen Auszug daraus möchte ich Ihnen vortragen. Sie machen mir ja ganz glänzende Hoffnung zur baldigen Heimkehr ins Vaterland. Aufrichtig gestanden ist mir das Vaterland, das Teure, ganz abhanden gekommen. Ich habe in allen den kleinsten und entferntesten Winkeln des Herzens gesucht und kein Vaterland gefunden. Die allgemeinen Zustände im lieben, treuen Deutschland, dieser Mater Dolorosa der Poeten, sind so unerquicklich, dass sie eher anbiedern als anlocken. Ich muss gestehen, dass ich neben diesen allgemeinen Gründen noch ganz besondere, mir und meiner Person innig verwachsene Ursachen haben, das geliebte Heimatland einstweilen noch etwas zu scheuen. Ich mag mich nicht gern meinen alten, treuen Freunden zeigen, so wie ich jetzt bin. Von der schrecklichen Krankheit, Jenny war 1860 an Pocken erkrankt, von der schrecklichen Krankheit bin ich zwar mit einem blauen Auge, aber nicht mit heiler Haut davongekommen. Und in diesem Augenblick bin ich noch so sehr à la hauteur de la mode, so ganz couleur de magenta, dass sie alle vor mir erschrecken würden. Ich bin so hässlich geworden, so entstellt. Aber meine lieben, anmutig herangeblühten Mädchen mit ihrem sittig bescheidenen, freundlichen Wesen und ihr kleines, bildhübsches Schwesterchen, die kleine, braunlockige, rosarote Eleanor, die drei Silberblicke unseres Lebens, die möchte ich gar gern hinüberbringen und sie den alten Freunden zeigen. Behalten Sie mir den Mohr nur nicht zu lange. Ich gönne Ihnen alles Gute. Nur dem nicht. Das ist der Punkt, wo ich habgierig und eigennützig und neidisch werde. Da hört alle Humanität auf und der wahre, bloße, eingefleischte Egoismus beginnt. Sie entschuldigen diesen flüchtigen kleinen Wisch. Ich habe aber so viel in dem Kopf und so viel in den Händen und muss dazu heute noch in die Stadt laufen.
was meinen Füßen 2 bis 3 Stunden Arbeit geben wird. Sie sehen, ich gehöre immer noch zur Partei der Bewegung, zur fortschreitenden, meilenstiefelnden Partei und bin trotz alledem und alledem ein tüchtiger Parteigänger oder Läufer, wie Sie wollen. Seien Sie herzlich von mir und den Mädchen gegrüßt. Empfehlen Sie mich der Frau Gräfin angelegentlichst. Ihre Jenny Marx. Damit war das Thema einer eventuellen Rückkehr der Familie Marx vom Tisch. Sie blieben also in London. Später hat Jenny auch gegenüber Ernestine Liebknecht, also Wilhelm Liebknecht, zog mit seiner Familie, nutzte diese Gelegenheit, zog mit der Familie nach Berlin. Und im Austausch mit Ernestine Liebknecht hat also Jenny geschrieben: Ich möchte den Londoner Dunst nicht gegen den Berliner Sand vertauschen. Unsere Töchter sind hier aufgewachsen, englischsprachig, und es wäre undenkbar, sie in diese preußische Hauptstadt zu versetzen. Also das Thema Rückkehr war endgültig vom Tisch. Ja, die Freundschaft mit LaSalle hielt an, der besuchte natürlich dann auch die Familie 1862 in London, da war in London die Weltausstellung, und es gab hitzige Diskussionen zwischen Marx und LaSalle, wovon also Jenny mehrfach berichtet hat. Wilhelm Liebknecht, habe ich schon angedeutet, war einer der wichtigsten Vertrauten von Marx. Wie gesagt, die Familie Liebknecht wohnte ganz in der Nähe von Marxens eine Zeit lang und sie verkehrten sehr eng miteinander. Wilhelm Liebknecht sah auch, wie die Töchter aufwuchsen, und hat in seinen Erinnerungen sehr liebevoll darüber berichtet. Wilhelm Liebknecht wurde ja zu einem der engsten, war einer der engsten Vertrauter von Marx und hat nach seiner Rückkehr sehr viel dafür getan, dass die sozialistische Bewegung in Deutschland erstarkte, dass die Partei sich herausbildete und erstarkte. Und das wird ja hier an den kurzen biografischen Angaben deutlich. Und vor allem war Wilhelm Liebknecht eben ein wichtiger Redakteur von verschiedenen Presseorganen, die sozusagen die Botschaften und die Nachrichten von Marx verbreiten konnte. Das ist überhaupt auch ein wichtiger Charakterzug, der diese Freundschaften mit diesen Weggefährten prägte, nämlich dass sie dafür sorgten, dass Marx eine Stimme bekam. Marx war ja nun eingeschlossen in London. Er hatte keine Möglichkeit, außer jetzt über die Tribune, aber das waren jetzt sozusagen Korrespondenzen über politische Ereignisse, die in Europa stattfanden. Aber seine eigenen Auffassungen und Vorstellungen deutlich werden zu lassen, das gelang ihm nur sozusagen über dieses Netzwerk mit diesen Freunden und Weggefährten. Und deshalb tat auch Jenny sehr viel dafür, dass dieser Kontakt immer bestehen blieb. Das war also Wilhelm Liebknecht, der also in Berlin dann war. Und das war zum Beispiel auch Josef Weidemeyer, der 1851 in die USA emigrierte. Und dafür sorgte zum Beispiel, dass wichtige Publikationen von Marx in New York verlegt werden konnten, wie eben zum Beispiel das schon erwähnte Buch Herr Vogt von 1860. Zu diesem Freundeskreis gehörte auch Johann Philipp Becker. Und der Becker, der saß in Genf und gab dann, hat verschiedene Publikationsorgane gehabt, verschiedene Zeitungen, aber das Wichtigste war eben, ab 1866 gab er die Zeitung Der Vorbote heraus, und in dieser Zeitung propagierte er auch die marxischen Ideen, sorgte dafür, dass also dieses Netzwerk für die Schweiz und für Frankreich verstärkt werden konnte.
Und sehr interessant ist auch, wie der Becker für die Verbreitung des ersten Bandes des Kapitals sorgt. Und da möchte ich auf diese Episode etwas näher eingehen. Sie wissen, dass 1867 der erste Band des Kapitals erschien. Alle Freunde warteten schon sehr lange darauf, wann denn das von Marx vielfach angekündigte große Werk erscheinen würde. Er hatte bereits 1859 ein sogenanntes erstes Heft zur Kritik der politischen Ökonomie herausgegeben und damit angekündigt, dass eine Heftfolge kommen würde, aber es kam keine Heftfolge. Sodass alle warteten, wann es denn nun eine Fortsetzung geben werde. Dann war es geglückt, dass ein Verleger gefunden war, nämlich in Hamburg, Marx, das Manuskript, was mit großen Anstrengungen abgeschrieben werden musste, denn es war ja immerhin ein ganz schön großer Stapel Papier. Er brachte das Manuskript eigenhändig nach Hamburg zum Verleger Otto Meissner. Das Buch wurde gedruckt und erschien im September, Mitte September 1867. Und dann passierte nichts. Und in dieser Situation hat sich Jenny auch darum gekümmert, dass also Marx war sehr unruhig, er kriegte keine Reaktion, es waren Widmungsexemplare versandt, Belegexemplare in ganz Deutschland, in Europa. Niemand antwortete zu Recht, aber Marx war ein ungeduldiger Mensch und und da sorgte Jenny dafür, dass es eine Beruhigung geben sollte und wandte sich also an Johann Philipp Becker und da möchte ich daraus etwas schildern. Und zwar am 5. Oktober 1867 schrieb Jenny einen längeren Brief an Johann Philipp Becker mit einer Leseempfehlung für den ersten Band des Kapitals. Und diese Leseempfehlung, die möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Wenn Sie schon in den Besitz des Buches von Karl Marx gekommen sind, so rate ich Ihnen, sofern Sie sich nicht schon, wie ich, durch die dialektischen Spitzfindigkeiten der ersten Abschnitte durchgearbeitet haben, jene über ursprüngliche Akkumulation des Kapitals und moderne Kolonisationstheorie zuerst zu lesen. Ich bin überzeugt, dass Sie diesen Teil, wie ich selbst, mit größter Befriedigung aufnehmen werden. Natürlich hat Marx keine spezifischen Heilmittel, wonach die Bourgeois-Welt, die sich jetzt auch sozialistisch nennt, so gewaltig schreit, parat. Keine Pillen, keine Salben, keine Therapie, um die klaffenden, blutenden Wunden unserer Gesellschaft zu heilen. Aber es scheint mir, dass er nach der naturhistorischen Entwicklung des Entstehungsprozesses moderner Gesellschaft die praktischen Resultate und Nutzanwendungen bis zu den kühnsten Konsequenzen gezogen hat und dass es keine Kleinigkeit war, den erstaunten Philister durch statistische Tatsachen und dialektische Manöver auf die schwindelnden Höhe folgender Sätze zu bringen. Und jetzt zitiert sie aus dem ersten Band des Kapitals. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz. Manch Kapital, das heute in den Vereinigten Staaten ohne Geburtsschein auftritt, ist gestern in England kapitalisiertes Kinderblut. Wenn das Geld mit natürlichen Flecken auf einer Backe zur Welt kommt, so das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend. Soweit also aus dem Kapital und sie schreibt weiter, oder der ganze Passus, sie zitiert nochmal, die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt und so weiter bis zum Schluss. Ich muss aufrichtig gestehen, dass mich dieser einfache Pathos der Sache ergriffen und dass mir die Geschichte klar wie Sonnenschein. Zwei Tage später immer noch keine Antwort von Johann Philipp Becker. Jenny schreibt einen erneuten Brief. Mein lieber Herr Becker, ich hoffe, Sie haben meinen Brief erhalten. Sicher sind Sie erstaunt, einen zweiten so schnell auf dem ersten auf den Fuß nachfolgen sehen.
mein Mann hätte gern die Adresse von Bakunin und er will gern sein Buch an Bakunin schicken und über andere Sachen mit ihm schreiben. Seien Sie von ihm herzlich gegrüßt. Das war also der Wink mit dem Zaunfall, sodass dann Johann Philipp Becker antwortete. Und einen Teil der Antwort möchte ich Ihnen auch kurz vortragen. Werte Freundin, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre lebhafte Korrespondenz, die ohne telegrafisch zu sein doch elektrisch wirkt und mich durchs Feuer jagt. Das Buch unseres Freundes habe ich dieser Tage erhalten, für mich ein Heiligtum und für die Welt ein Schatz. Leider hat mir der Strudel von Plackereigeschäften für die Assoziation kaum Zeit gelassen, ernstlich hineinzublicken. Das ist bitter, wenn man vor Lust, ja Sucht ist, es ganz zu verschlingen und sich auch stark genug fühlt, es zu verdauen. Indessen werde ich Ihren gastronomischen Rat befolgen, die bezeichneten Artikel zuerst einnehmen und die übrigen als Nüsse und Mandeln zum Nachtisch knacken. Und auch in Abwechslung und zur Erfrischung meines Humors dem Herrn Bourgeois an den Kopf werfen. Was hat er gemacht, der Bäcker? Der hat diese von mir vorgelesene Briefstelle mit dem Rezept, wie man den ersten Band des Kapitals lesen soll, in seinem Vorboten abgedruckt und der allgemeinen Leserschaft bekannt gemacht. Und als einige Tage später die Zeitung wurde also auch nach London geschickt, konnte das also Jenny sehen, dass aus ihrem Brief mit dieser Leseempfehlung, die wahrscheinlich auch von ihrem Mann initiiert war, also auch in der Zeitung dann veröffentlicht worden ist. Der wichtigste Protagonist natürlich in der Verbreitung des Kapitals und im Bekanntwerden des Kapitals war Friedrich Engels. Er war es, der eine ganze Anzahl von Rezensionen verfasst hat und diese Rezensionen in verschiedenen Zeitungen platziert hat, unter Pseudonym, um sozusagen eine breite Leserschaft auf diesen Band aufmerksam zu machen. Sie wissen, dass das Kapital unvollendet geblieben ist, obwohl Jenny immer wieder ihren Bauer gedrängt hat, daran weiterzuarbeiten, aber sie hat ihn auch in Schutz genommen. Es gibt also Briefe in diesem Band, die verdeutlichen, dass sie hinter ihrem Mann stand, der also wieder sich auf einem speziellen Pfad der Forschungen begeben hatte, wie zum Beispiel des Erlernens der russischen Sprache, um die russische Statistik der Entwicklung des Kapitalismus in Russland verfolgen zu können, oder der sich auf einmal mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigte, oder der sich auf einmal auf das Gebiet der Mathematik begab, aber das Kapital wurde nicht fertig. Ja, und das war wahrscheinlich auch für Jenny, die sicherlich eingesehen hat, dass es notwendig war, noch weitere Studien zu betreiben. Das wird ihr Mann hier immer wieder richtig deutlich gemacht haben. Aber das war natürlich auch ein Moment, der resignierend gewesen sein muss. Ja, ich muss auf die Uhr gucken. Zu diesem Freundeskreis gehörte auch Viktor Schily. Viktor Schily war ein Rechtsanwalt, der hier in Trier gelebt hatte, der sich dann sehr aktiv am Badisch-Pfälzischen Aufstand beteiligte, dann in die Schweiz emigrieren musste. Glücklicherweise ist er rechtzeitig ausgewandert, sonst wäre er garantiert im Rahmen der Kommunistenverfolgung verhaftet worden und auf dem Kommunistenprozess angeklagt gewesen. Ab 1854 lebte er in Paris und er war einer der wichtigsten Vertrauten von der Familie Marx, wurde zu einem der wichtigsten Vertrauten der Familie Marx in Paris, hat während von Familienmitgliedern
in Paris auch dafür gesorgt, dass diese von ihm betreut wurden und hat sehr dafür getan, viel dafür getan, dass dieses Netzwerk der Internationale sich in Paris weiterentwickelte und gestärkt werden konnte. Also das war ein sehr wichtiger Vertrauensmann. Und ich möchte einen Brief von Chili an Jenny noch vorlesen, der ganz charakteristisch ist. Ich bin jetzt ein bisschen vorgefasst. Sehr geehrte und liebe Frau Marx, schreibt er am 18. September 1867, also auch so in der Zeit, als der erste Band des Kapitals erschien. Es sind nun allerseits 2 Jahre verstrichen, da hatte ich ein nettes Brieflein an Sie komponiert, so wie ein ehrbarer und gesitteter Jüngling eines der Hausfrau, in deren Haus er Gast und sonstige Freundschaft genossen hat, widmen soll. Und als das Brieflein fertig war, sah ich, dass es nicht gut war, zum Unterschied in Klammern, zum Unterschied von unserem Schöpfer, der immer sah, dass es gut war, biblisch gesprochen. Vor lauter Manierlichkeit war es manieriert ausgefallen, altmodisch, nicht wert genug versendet zu werden. Und so widmete ich mich anderen. Und ich wartete auf eine bessere Inspiration, auf eine andere Gelegenheit, mich ihnen zu nahmen. Weiterhin berichtet er dann über einen Vorfall in Trier, nämlich dort lebte sein Bruder. Meines Bruders in Trier Tochter heiratete vor einem Jahr einen wohlhabenden Tuchfabrikanten. Ich lese das auch vor, vielleicht können Sie mir hinterher noch ein paar Anregungen zu diesem Brief geben. Also heirateten vor einem Jahr einen wohlhabenden Tuchfabrikanten in Werden, Klammer, Wiese, Neffe Wittwegs. Das war ein Herzleid. Die Mutter wollte nicht von der Tochter, die Tochter nicht von der Mutter. Nun hat die Tochter einen Jungen und all's well, that ends well. Trösten Sie sich an diesem Beispiel, weil Dr. Laura bekannt gegeben hat, dass sie vor La Farge heiraten wollte. Im dortigen Casino, also in Trier, im dortigen Casino wurde neulich ein paar Ohrfeigen ausgewechselt zwischen einem Unteroffizier und dem Obergeheimrat von Wollleben. Der Offizier, vom Oberemmeler, wie er den Stoff nannte, stark angesäuselt, näherte sich einem Tisch, an dem Wollleben mit anderen Honorationen saß, ergriff in einem Anfall von Verrücktheit den sogenannten Rosenmüller beim Halse und gab Wollleben, der intervenierte, eine Ohrfeige, die dieser sofort wiedergab, jedem das Seine. Genehmigen Sie, werte Frau, meinen hochachtungsvollen und freundschaftlichen Grüße, Schien. Dieser Brief von Viktor Schien, der kam eben gerade zur rechten Zeit. Also Jenny ergriff die Gelegenheit, um dem Schien zu antworten und ihm mitzuteilen, dass der erste Band des Kapitals erschien, und der Schien nutzte das dann, ging sozusagen in die Spur und bemühte sich darum, einen Übersetzer für diesen ersten Band in Frankreich, in Paris zu finden. Und es gelang ihm auch, dafür Joseph Roy zu gewinnen. Joseph Roy war der Übersetzer der Werke von Ludwig Feuerbach aus dem Deutschen ins Französische. Und der Roy erklärte sich dafür bereit, und es begann also eine sehr komplizierte und langwierige Übersetzungsarbeit, in die Marx selbstredend immer wieder eingegriffen hat. Und die französische Ausgabe erschien zunächst in Heftlieferungen ab 1872 und als Buch dann geschlossen 1875. Es war aber nicht die erste Übersetzung in eine Fremdsprache. Die erste Übersetzung erfolgte bereits 1872, nämlich die ins Russische. Eine englische Übersetzung, die sich Marx immer so sehr gewünscht hatte und die er auch mit Hilfe seiner Freunde in England, also
vor allem natürlich der deutschen Freunde in England, versuchte immer wieder anzustoßen. Die kam erst viel später zustande, nach seinem Tod, und erschien erst 1887. Also abschließend möchte ich sagen, dass Jenny eine couragierte Frau an der Seite von Marx, eine Frau war, die alles dafür getan hat, dass Marx seine Ideen fixieren konnte, niederschreiben konnte, dass sie organisatorisch auch weiterverbreitet werden konnte, die viel dafür getan hat, dass dieses Netzwerk von Freunden und Bekannten am Leben erhalten blieb, die vielleicht auch in dieser oder jener Hinsicht mal hinter dem Rücken ihres Gatten versucht hat, eine zerbrochene Freundschaft in Marx, war ein Mensch, der immer sehr direkt und gerade war und sehr viele Freundschaften auch gebrochen hat. Aber ich habe dafür noch keine Beweise, aber in ein oder zwei Fällen scheint es mir, dass Jenny auch hinter dem Rücken ihres Mannes dafür gesorgt hat, dass mancher Kontakt nicht abgerissen ist und dass man mit diesen oder jenen weiter irgendwie so verkehrte, dass man wusste, was der andere tat und vielleicht auch sich da gegenseitig gehalten hat. Also da hat sie sehr viel getan. Sie war eine wirklich emanzipierte Frau und man kann in diesem Sinne sagen, sie war eine moderne Frau. Da möchte ich jetzt den Punkt machen und falls Sie Nachfragen haben, bin ich gern bereit, dazu noch etwas zu sagen. Vielen Dank.